In unserer doch sehr üppigen Freizeit spielen wir ja diverse Titel, aber zugegeben auch nicht die aktuellen Titel, sondern auch Spiele, die uns in die Hände fallen und die uns zugegeben abseits der aktuellen Titel sehr interessieren. Und da haben es einige Titel geschafft, uns sehr positiv zu überraschen. Und diese möchten wir euch heute gerne näher vorstellen. Ja, mich hat vollkommen positiv überrascht ein Spiel, was auch schon mal hier zumindest zu sehen war in den Videos über das letzte Jahr. Ja. 2016 Rückblick. Und zwar Wet. Wirklich ganz grandioses Actionspiel mit einer sehr Tarantino-esken Atmosphäre, sagen wir so. Also so Grindhouse-Filme und eben so B-Movie-artige Filme. Man merkt wirklich, wo das Spiel herkommt. Und John Woo-Sachen, es ist ja ständig Zeitlupe zu sehen. Also das ist extrem cool und die Story ist sehr, sehr geil. Also mich hat das vollkommen überrascht und ich war sehr traurig, als plötzlich der Abspann kam. Weil man ja mittlerweile weiß, wie du sagtest, es ist ein älteres Spiel. Mittlerweile ist man sich sehr sicher, dass es keine Fortsetzung gab. Ja, also was mir auch so ein bisschen auffällt bei dem Spiel, ist die Tatsache, dass es eigentlich wenig bis gar keine vergleichbaren Spiele gibt. Mhm. Das ist eigentlich ein komplett neues Feld und zugegeben, das sagt einem jetzt auch nicht sofort was, also scheinbar auch etwas unentdeckt oder so ein Mauerblümchen, nennen wir es mal. Daher eine sehr große Empfehlung, das ist ja auch nicht teuer, würde ich sagen. Gar nicht. Ich denke, ganz schlecht getroffen hat es vor allen Dingen deutsche Spieler, weil da die deutsche Version von Red ist stark beschnitten, ist ganz, ganz schlimm. Es fehlen sogar Dialogsequenzen. Oh Gott. Ja, also unbedingt mal bei eBay reinschauen, aber die UK-Version kaufen. Dann habe ich in meiner sehr üppigen Freizeit, ich muss ja zugeben, ich habe einen Negativrekord erzielt mit 4 Stunden in den letzten 2 Wochen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich mal in Portal 2 rangewagt. Und ja, also ich bin ja nicht so der Nachdenktyp, ehrlich gesagt. Deswegen, also Portal 1 am Anfang fiel mir schon ziemlich schwer. Und ja, als ich dann irgendwann mal durch hatte und das dann ein wenig den Flow drin hatte, dass ich dann dort ordentlich und auch schnell spielen konnte, habe ich gedacht, gut, okay, ab in Portal 2, das wird ja ähnlich sein, da wirst du ja durchrocken und es ist ja schon der Anfang komplett was anderes. Es hat ja jetzt eine ordentliche Story mit mehreren Charakteren. Es ist nicht repetitiv, wie es Portal 1 war. Muss jetzt auch nicht wirklich als negativ dieses repetitiv angesehen werden, sondern es ist auch Portal 1, trotz der Wiederholung sehr abwechslungsreich, aber Portal 2 setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Ich hatte auch wirklich nach mehreren Chambers nie das Gefühl, dass es besonders repetitiv wäre, aber ich verstehe, wo du... Und ja, ich zugeben, ich bin noch nicht bei Portal 2 durch. Ich denke mal, dass mir auch noch das ein oder andere interessante Detail über den Weg laufen wird. Und die ein oder andere Story-Wendung über den Weg laufen wird. Also ich bin gerade bei der Flucht vor dem guten Computer. Und Portal 2 zum Preis, ja, muss man auch nicht mehr dazu sagen, also in irgendeinem Steam-Sale für, keine Ahnung, 3-4 Euro, ist es eures. Das nächste Spiel, was mich extremst überrascht hat, hat auch schon mal einen Stargast-Auftritt bei uns gehabt, und zwar in der grandiosen Gibt es noch konservative Parteien-Folgen, was im Hintergrund zu sehen. Torchlight. Ich bin ja großer Freund gewesen von Diablo 2, also im Singleplayer. Multiplayer war ein bisschen hakelig, der war nicht so schön damals. Aber der Singleplayer hat mir immer sehr, sehr gut gefallen, weil irgendwie dieses Dungeon-Crawling mit ein bisschen Story gefällt mir sehr, sehr gut, macht mir sehr viel Spaß. Und Diablo 3 hat mich da nicht abgeholt. Ich habe es nicht gespielt. Ich muss es auch gleich zugeben, ich habe es nicht gespielt, weil der Online-Zwang mich einfach davon abgehalten hat. Das war für mich dann uninteressant, opelzig. Und Torchlight ist echt sowas, es macht so viel Spaß, es ist so wunderschön, es ist eine ganz, ganz tolle Comic-Grafik, wie man ja sieht, und das ist einfach, die Story ist komischerweise da, sie ist vorhanden. Also sie ist nicht ultra dicht, aber sie ist da und das ganze Spielprinzip drumherum hält einen wirklich massiv am Leveln. Ich habe mich schon so häufig beobachtet, dass ich mir sagte,
Okay, die nächste Ebene noch. Die nächste Ebene noch. Ja, aber jetzt hörst du wirklich auf. Gut, wie sieht's bei Torchlight aus vom Preis und irgendwelchen Hinweisen dazu? Vom Preis her kann man sagen, es ist wirklich für die meisten Plattformen sehr, sehr günstig. Also es ist auch regelmäßig bei den Konsolen im Sale. Und die 2 ist auch ein PC-Exclusive und die ist auch generell häufig im Sale. Also ich habe sie schon häufig gesehen für 5, 6, 7 Euro. Ja, das ist natürlich ein gutes Schnäppchen. Ja, und in der 2 hat man ganz gute Sachen noch verbessert. Was ja auch großer Sprung war von Fallout 2 auf Fallout 3. Deswegen habe ich auch Fallout 1, 2 zugegeben etwas außen vor gelassen und mich gleich in Fallout 3 gestürzt. Das wird ja auch von sehr vielen sehr gut geheißen. Und ja, es war am Anfang zugegeben sehr hakelig, aber hat mich dann nach gut 2-3 Stunden Spielzeit, wo man erstmal ein wenig durch die Welt geirrt ist, zugegeben, negativ kann man dem Spiel anlasten, es erklärt einem nicht viel, das heißt, ich musste mir die eine oder andere Information erstmal ergoogeln, aber wenn man diese Sachen dann auch weiß, ist es ein sehr, sehr schönes Spiel und es war so nach dem Motto, nach den ersten 2 Stunden habe ich gedacht, spiele ich es jetzt überhaupt weiter? Habe mich dann doch dazu entschlossen, noch ein bisschen weiter zu spielen und ja, nachdem man, wie gesagt, erstmal das Spiel begriffen hat und halbwegs vorankommt, ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Was sehr, sehr cool ist, ist die Spieltiefe und die wirklich sehr, sehr schönen Features, die man entdecken kann und auch jetzt nicht wirklich, keine Ahnung, wie bei den meisten Spielen sind es 5 an der Zahl und dann hat man die entdeckt und nutzt sie, sondern man findet immer wieder was Neues. Immer wieder sehr lustige Begebenheiten, weil zugegeben, da ist die Open World gar nicht mal so schlecht umgesetzt. Soll es ja auch noch geben. Und demnach, ja, kann man sich auf jeden Fall mal auch im Steam Sale, ja, für, keine Ahnung, so 5, 6, 7 Euro mal zulegen und auf jeden Fall spielen. So ein ganz, ganz großes Ding, Spec Ops The Line. Damals riesengroß und heute auch immer noch riesengroß und für mich war das die Überraschung des Jahres, möchte ich fast schon sagen. Also ich habe es jetzt auch vor kurzem abgeschlossen und Spec Ops The Line ist wirklich Wahnsinn. Ich kann es jedem ans Herz legen. Das Spiel ist auch mittlerweile sehr, sehr günstig zu haben für alle Plattformen. Und ohne jetzt wirklich zu spoilern, ich finde, es ist auch auf der damaligen Konsolengeneration, was Xbox 360 und PlayStation 3 sind, das wirklich bestaussehendste Spiel, was es gibt. Das ist Wahnsinn. Richtig cooler Deckungsshooter, Military Shooter, aber mit einem Twist, der hat sich gewaschen. Ultra krass. Also, ich konnte es echt nicht weglegen. Ich habe das. Also, es war wirklich eins der Spiele, was ich nach all den Jahren der förmlichen Spieleabstinenz mal in 2 Sittings durchgezockt habe. Einfach so. Und es ist immer schön, es ist alles andere als Open World, es sind für mich Schlauchlevel, aber die sind so schön gemacht auch. Also Hut ab für Jäger. Ganz großartiges Spiel. Und eine Honorable Mentions muss ich natürlich loswerden. Kingdoms of Amalur. Kauft euch Kingdoms of Amalur. Es ist grandios, es ist immer grandios.